Gleich kommen ein paar sehr schwierige Verkehrszeichenkombinationen auf uns zu. Mhm. Und ich bin gespannt, ob du diese richtig deuten kannst. Na, schauen wir mal. Und siehst du es schon? Nee, ich sehe nur 30 Zonen vorbei. Mach mal langsam. Mit links abbiegen. Ja, bleib mal ganz kurz da vorne, ne, kurz vor dem Verkehrszeichen stehen. Mhm. Was bedeutet das? Ich darf nur nach links. Bist du dir sicher? Ich denke schon. Ja, schau mal genau hin. Von wo liest du gerade die Verkehrszeichen? Von oben nach unten? Ach, stimmt, man muss ja von unten nach oben lesen. Richtig. Was haben wir? Ja, da ist ein LKW. Also wahrscheinlich dürfen nur LKWs nach links, oder? Genau, richtig. Wenn wir die Verkehrszeichen von unten nach oben lesen, sehen wir erstmal das Ende der 30er-Zone. Dann sehen wir ein Bild von einem LKW, wie du gesagt hast. Also Kfz über 3,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse. Und danach links abbiegen. Dass wir quasi nur nach links abbiegen dürfen. Das gilt aber nur für LKWs. Ja. Ja? Das bedeutet für uns, wir dürfen uns aussuchen, ob wir links oder rechts abbiegen wollen. Ach so. Das bedeutet, ich möchte rechts abbiegen. Okay. Was denkst du, warum das so gemacht wurde? Das weiß ich gar nicht. Meinst du, ein LKW passt hier nach rechts durch, so ein riesen LKW? Das ist ja viel zu eng. Richtig, genau. Und deswegen ist das für uns frei. Ja, und für LKWs, die müssen hier nach links abbiegen. Ach so. Und wenn wir die Verkehrszeichen von oben nach unten lesen würden, würden wir direkt denken, wir dürfen hier nur nach links. Ja, das stimmt. Das macht schon Sinn, Freunde, oder? Hättet ihr das richtig deuten können, diese Verkehrszeichenlage?